Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Heute ist wieder Review-Zeit und ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert genau jetzt den Kanal. Macht euch glücklich, warum? Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Jessie, die auch Drachentöterin intern genannt wird, oder von mir, dem Jan. Ich habe noch nie einen Drachen getötet. Was habe ich heute dabei? Auf Badisch würde man sagen, heiß, Ofen, ein Kombi. Für mich aktuell der schönste VW auf dem Markt. In Wolfsburg ist man stolz auf das Kombi-Modell, der eigentlich gar nicht Kombi genannt werden will. Und hier steht da der VW Arteon R Shooting Brake. Ganz schön langer Name, ne? Machen wir es kurz. Das Ding hat 320 PS, kostet unter 62.000 Euro, knallt und hat nebenbei Platz für die ganze Familie und ist eine echte Schönheit. Was machen wir heute eigentlich mit dem? Alles. Wir werden alles mit diesem Auto besprechen, was euch interessiert. Innenraum, Optik, Design, Fahren, Preis, Wettbewerber. Ja, und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Und dann fröne ich, wie immer, meiner objektophilen Leidenschaft. Küsst das Auto und ihr vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euer Traumwagen raus. Wenn es denn dann ja, der Arteon als Shooting Brake, als R oder als Plugin ist, schaut da gern vorbei. Denn vor allem bei den PFs gibt es da richtig gute Preise. Ja, und erstmal sagen viele Jessie auch VW Arteon. Was ist denn das? Naja, es gab ja mal und gibt immer noch den Passat. Dann gab es den schöneren Passat, den CC. Ja, den gab es 2008 und 2017. Hat man gesagt, okay, der CC funktioniert wohl doch nicht so gut. Machen wir eine Arteon-Version daraus. Und ja, der hat dann schon ein bisschen besser funktioniert. Und dann 2020 hat dieses Auto ein Facelift bekommen. Und mit dem Facelift zusammen hat man gesagt, okay, also die Limo bekommt jetzt noch eine Kombi-Version, eine schönere Kombi-Version, die Shooting Brake heißt. Es gibt inzwischen bei diesem Modell einen Plug-in-Hybrid, den euch Jessica, die Drachentöterin, vorgestellt hat. Schaut da gerne in das Video, das hat sie nämlich sehr gut gemacht in Norwegen. Und dann Anfang 2021 hat man gesagt, okay, jetzt gibt es richtig was auf die Ohren und das, oder aufs Gaspedal, nämlich die R-Version. 320 PS, 420 Newtonmeter, das Auto beginnt bei 62.000 Euro und ist natürlich hier das Flaggschiff, top motorisiert. Wettbewerber habe ich lange überlegt. Mercedes CLA Shooting Brake kommt wahrscheinlich dem Ganzen noch am nächsten, aber es gibt natürlich 3er und 5er Touring bei BMW, es gibt natürlich die T-Modelle von der C- und E-Klasse bei Mercedes. Ja, wir haben Volvo V60, wir haben Audi A4 Avant, davon haben wir auch immer noch heißere Versionen. Was mich persönlich überrascht und was ich auch ein bisschen lustig finde, dass keiner mehr Kombi heißen will. Kombi, das ist was Gutes, das ist was Deutsches, das steht für uns. Ein Auto mit Platz eben. Jetzt ist es ein sehr schöner Kombi. Das habe ich ja gesagt, für mich das schönste Auto aktuell auf dem Markt. Spannend ist, wenn es einfach so ein bisschen günstiger sein soll, dann greift er zum Plug-in-Hybriden. Da bekommt er nämlich eine Förderung von bis zu 7.000 Euro und zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Wie gesagt, Jessies Video ist sehr spannend. Und jetzt dieses Auto hier. Der ist schon lang, ne? Der ist riesig lang. Der ist 4,87 Meter lang, 1,87 breit, 1,46 hoch und eine echte Erscheinung. Und ganz ehrlich, es gibt dieses Lapis Blau bei VW und ich finde, die R-Modelle müssen alle in der Farbe kommen, die ist mega geil. Natürlich hat der auch intern mit dem Passat Kombi auch oder mit dem Golf-Variant und auch mit dem R-Golf-Variant schon eine ganze Menge Wettbewerb. Intern ist dem aber egal, weil er sagt einfach, ich bin der Schönste. Ja. Und jetzt ist es die R-Version. Normalerweise kommt hier noch mehr Chrom, aber bei der R-Version haben wir mehr schwarze Elemente. Und jetzt gehen wir mal in die Details rein. Ich glaube, Mondstein Grau kostet hier kein Aufpreis, die Farbe hier drauf. Und was spannend ist, man hat gesagt, ey, wir spendieren dem ein durchgängiges Lichtband, genauso wie manche Elektromodelle von VW oder auch die GTIs, GTDs, GTDs, wie sie alle heißen, hat er das von vorne. Und was auch sehr spannend ist für euch, wichtig, es gibt hier das IQ Light drauf, kostet 1.360 Euro.
Und wenn ihr das nehmt, habt ihr das bessere Licht. Allerdings ist das IQ-Light beim Atheon das einzige Licht, das dann eben ja kein Matrix-LED-Licht ist, sondern nur eine flexible Fernlichtwirkung hat. Für mich von vorne die Schokoladenseite dieses Auto. Hier seht ihr dann ganz präsent das VW-Logo hier drin unten. Die Schürze hat nochmal größere Lufteinlässe, damit der Motor vorne auch richtig viel Luft bekommt und gut arbeiten kann. Hier unten alles schön offen. R-Logo, das neue hier drin, die Chromverbindung unterm Lichtband geht hier einmal durch, ist von vorne, finde ich, schon echt eine Erscheinung. Schreibt mir übrigens gerne mal in die Kommentare, ob der euch überhaupt gefällt oder ob ich hier einfach nur totale Geschmacksverirrungen habe. Ich denke nicht. Was spannend ist, ist, wir haben hier in dem R-Modell ganz klassisch auch silberne Spiegelkappen, die mir sehr gut gefallen, ähnlich wie das, was Audi bei den S-Modellen eben macht. Sehr schick. Hier nochmal dieses kleine Chrom-Ding, in dem auch R drin steht. Ich meine, der Nachbar soll ja schon noch wenigstens dann sehen, dass ich sehr viel Geld für meinen Atheon ausgegeben habe und dass es nicht einfach nur ein Passat ist. Und was jetzt sehr geil ist, wenn man das Auto von vorne nach hinten aufzieht, die Dachlinie, die ja ein Kombi ist hier oben, aber trotzdem abfällt und trotzdem schick. Das muss man vom Design her erstmal hinbekommen. Natürlich sind, also ist der große Radstand da ziemlich förderlich und natürlich ist der große, ja, die großen Felgen, die hier im Radkasten wohnen, auch förderlich. 18, 19, 20 Zöller gibt es. Natürlich sind hier die 20 Zöller drin. Estoril heißen die, soweit ich weiß. Und hier vorne 18 Zöller mit einer blauen, mit der blauen Bremse da vorne. Und dann sieht man hier auch noch schön, dass wir ja so ein bisschen Luft vorne auch noch in den Radkasten bekommen. Schon sehr schick. Auf was ich nie verzichten wird bei dem Auto, ist das Glasdach hier oben. Das haben wir hier jetzt leider nicht drin. Hinten abgedunkelte Scheiben sind noch ganz schick. Die Chromumrandung hier um die Fenster ist auch ganz schick. Die hätte ich mir allerdings schwarz gewünscht. Jetzt ist es aber hier nicht nur so ein optischer Designerkanal, sondern ist auch ein Designerkanal für die Technik hier drin. Und wir haben serienmäßig immer adaptive Dämpfer hier drin. Immer. Das Auto hat auch immer Allrad, heißt normalerweise vorne angetrieben. Und wenn wir die Traktion brauchen oder wollen, kommt über eine Lamellenkupplung die Kraft nach hinten. Und hier drin ist auch ja, das Torque Vectoring verbaut. Ich glaube, zum ersten Mal bei VW heißt, wir können hinten die Kraft noch ganz flexibel an die Räder bringen, je nachdem, wo wir sie denn dann brauchen. Und Jesse ist jetzt schon mit euch ans Heck gegangen, weil das Heck ist für mich die Schokoladenseite. Ganz flache Scheibe, noch hier ein Scheibenwischer drauf, der dann doch praktisch ist, dass man hinten raus sieht. Und hier steht jetzt nur das VW-Logo und R Atheon steht nicht drunter. Wenn ihr euch übrigens fragt, ey, sag mal Jan, kannst du eure Autos nicht mehr vernünftig waschen? Hab ich. Aber dann hat es geregnet, wir sind wieder hier hochgefahren und was soll ich denn machen? Naja, aber er ist trotzdem schön. Und jetzt guckt mal hier die Rückleuchten. Die haben mehrere Ebenen hier drin und finde ich richtig schick. Hier sehr zentral eben dieses Logo und hier unten haben wir zwei Auspuff-Endrohre, zwei echte auf jeder Seite und so ein Diffusor in der Mitte, was richtig schick ist. Und jetzt würde ich sagen, halt, stopp, wir machen einen kleinen Break, ich springe rein und dann präsentiere ich euch den Sound. Und wie hat er euch gefallen? Ich finde ihn außen trotz OPF erstaunlich präsent. So viel kommt gar nicht nach innen, aber ja, das ist immer Typsache. Das Auto nimmt 2,2 Tonnen an Haken, was auch interessant ist. Und ja, jetzt kommen wir zum Kofferraum. Darum geht es ja. Ne? Und bevor es soweit ist, haben wir hier Putzzeug, mit dem wir die Autos auch putzen. Motul. Das ist unser Kooperationspartner, die machen nicht nur Motoröl, sondern eben auch Putzzeug, haben eine echt schöne Putzlinie. Wir nutzen das, wenn es halt gerade nicht regnet, dann ist es immer so ein bisschen für die Katz. Aber jetzt schauen wir hier hinten rein, 600 etwa, also ein bisschen unter 600 bis 1600 Liter Kofferraumvolumen.
Ja, und da kriegt die Familie dann doch schon alles unter, was sie unterbringen will. Schaut mal, hier oben haben wir dann diese Abdeckung hier auch. Jessie zeigt immer das, wenn man da drauf schlägt, in zwei Ebenen fällt die raus. Ihr könnt diese ganze Abdeckung hier auch rausmachen, mache ich jetzt in dem Fall mal nicht. Habt hier Haken auch, um was aufzuhängen, sehr praktisch, ne? Habt hier nochmal so einen Haken, um was aufzuhängen. Ja, und dann gibt es noch einen doppelten Ladeboden, der zum Teil beim Plug-in-Hybriden entfällt. Den haben wir euch ja gerade erst vorgestellt. Oder ein Reserverad findet da hinten Platz. Was ich jetzt nicht gut finde, ein Kombi in der Größe müsste die Möglichkeit haben, die Rückbank von hier unten hinten über so zwei Zuggriffe umzuklappen. Und selbst ich mit meiner Größe habe hier Probleme. Heißt, ich muss auf die Rückbank gehen. Und ja, das ganze Thema dann von hier umklappen, heißt, mach es mal auf der Seite und dann auf der. Und dann seht ihr auch, dass ihr hier so eine kleine Stufe habt. Hallöchen, ne? Guck mal, die könnt ihr auch umklappen. Aber zum Beladen ist es ganz gut. Ihr habt hier eine Durchreiche für die Skifahrer. Heißt, ich klappe das Ganze mal wieder hoch jetzt. So, könnt hier dann praktisch die Ski durchladen. Ja, ist schon ganz okay, ne? Aber dieser kleine Haken hinten auf beiden Seiten, den finde ich ganz gut. Jessie geht schon wieder auf die andere Seite. Hier haben wir den Tank, 66 Liter fast der, was halt zu einer hohen Reichweite insgesamt führt. Schön auch hier elektrische Heckklappe. Ist schon echt praktisch, auch die Ladekante nicht zu hoch. Was wir jetzt machen, ist auf die Rückbank springen und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit. Ich hoffe, ihr seht was hier hinten. Jessie hat schon gelernt, wie man Autojournalismus richtig macht, weil sie hat den Sitz hier so weit nach vorne gestellt, dass ich da eigentlich nicht mehr sitzen kann. Ja, aber ist okay, so haben wir zumindest Platz hier hinten. Was Cooles an den Sitzen, schaut mal, hier bekommt man ein Handy rein. Ich habe dann auch mal meins dabei. Schaut mal, kann man hier reinstecken auf beiden Seiten. Gut, und kein Glasdach jetzt natürlich hier drin. Aber ich habe natürlich richtig viel Platz, auch für den Kopf. Ja, nach vorne auch. Und wir haben hier so ein Zierelement in der Tür bei mir. Harman-Kardon-Anlage mit, glaube ich, 11 oder 10 plus 1 Lautsprechern. Sitzheizung hier hinten, eigene Klimasteuerung. Mitteltunnel ist noch da. Aber was ich toll finde am Auto, ist nicht nur der Platz durch den langen Radstand oder der dunkle Himmel hier hinten, sondern die Sitze hier. Isofix natürlich sowieso. Hier haben wir diesen Stoff, der so ein bisschen an Carbon erinnert. Blaue Ziernähte überall, selbst in den Kopfstützen haben wir diesen Carbonstoff. Armauflage ist hier, ja, schon echt ganz schick, ne? Hier oben dann auch die Leuchten, die man dann auch dimmen kann, so ein bisschen. Ne, die kann man nicht dimmen, das war Quatsch. Jetzt schauen wir noch in die Tür zusammen. Und jetzt ist natürlich interessant, schaut mal hier, rahmenlose Scheiben, grünes Zierelement, Stoff hier drin, schon echt gut verarbeitet, ne? Ja, das ist interessant, weil wenn man den mit den anderen VWs vergleicht, dann ist natürlich schon so eine Sache. Eigentlich kratzt der echt schon so ein bisschen am Premium- und Luxussegment. Ist es eigentlich noch ein VW? Ich weiß nicht. Aber guckt mal, hier unten auf dem Boden haben wir dann noch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, das R-Zeichen, was runterprojiziert wird. Ja, und mir auch echt gut gefällt. Und vorne natürlich sowieso rahmenlose Scheiben. Jetzt spricht man über den Motor. Nicht meinen, sondern den vom Auto. Mein Motor und Antreiber, das ist Jessie. Aber vom Auto ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen spannender. Das mit Jessie wisst ihr ja. Ich mache den jetzt hier mal auf. Das ist der EA888 der Evolutionsstufe 4. Sagt ihr was? Und die Profis sagen, ja natürlich, klar, weiß ich doch. Das ist eine Wunderwaffe im Konzern. Das ist eigentlich der 2 Liter Vierzylinder hier drin, der eigentlich in richtig vielen Modellen drin ist, vom Golf GTI bis zum R-Golf, bis manche Tiguans, also wie gesagt, ne, zum Passat, der ist sehr oft verbaut. Und was macht den jetzt in dem Fall hier aus? Naja, bei VW presst man jetzt hier 320 PS hier raus, das sind 420 Newtonmeter Drehmoment. Verbunden ist der mit einem 7-Gang DSG, während die Plug-in-Hybride übrigens immer nur einen 6-Gang DSG haben. Das Auto wiegt 1700 und paar zerquetschte Kilo, also unter 1,8 Tonnen, je nach Ausstattung. Divergiert das dann immer ein bisschen. Ja, und der beschleunigt so mit dem Torque-Vectoring, mit dem Allrad und dem adaptiven Fahrwerk hier in 4,9 Sekunden auf 100 und wird 250 km/h schnell. Stopp!
Die Profis sagen, nee, der wird doch 270 km/h schnell. Ja, wird er, aber dafür müsst ihr 1.500 Euro zahlen. Aber Audi nimmt ähnlich viel Geld, ne? Muss man auch wissen. Normverbrauch liegt bei 8,9 Liter. Wir haben über 10 gebraucht. Ist es jetzt noch spannend für euch, mit mir zu fahren? Ich glaube schon, weil das Emotionale an dem Auto ist das Fahren. Und das merkt man nicht nur bei der ersten Runde um Block, sondern dafür muss man echt ein bisschen weiterfahren, ein bisschen mehr fahren. Und dann lernt man den zu schätzen. Aber bevor wir dazu kommen, springen wir jetzt mal zusammen rein und ich zeige euch erstmal, was der Innenraum vorne kann. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und ganz ehrlich, wir müssen uns beeilen, weil Jessica steht im Regen und je länger sie im Regen steht, desto mehr hängt der Aussegen schief und die schönen Nappa-Sitze hier drin werden nass, integrierte Kopfstützen, es ist auch ein bisschen dunkel, deswegen wünsche ich mir hier eigentlich das Glasdach drin, nicht nur zum Filmen, weil ich das sehr mag, R-Zeichen hier oben, dieser Stoff, die blauen Nähte hier drin, die sind natürlich auch robust, wenn Kinder drauf kotzen, weil ist halt Leder, ne? Robuster als zum Beispiel Stoff und jetzt schaut da nochmal kurz in die Tür, da seht ihr oben die Harman Kardon Anlage, da seht ihr hinten auch dieses grüne Zierelement beleuchtet, ihr seht den Stoff da drin, ist schon alles sehr stimmig, so stimmig von Verarbeitungsqualität und Materialauswahl, dass ich sag, das kratzt schon verdammt nah am Premium-Segment hier, dieser Volkswagen. Brille kommt hier rein, dann haben wir hier die Leuchten drin und hier vorne alles sehr horizontal, vertikal angeordnet, im Facelift ist es hier neues Dashboard. Jetzt würde ich sagen, kommt Jessie mal rein, weil den Grund habe ich euch ja genannt. Ja, und jetzt sind wir hier drin. Sie probiert ihre Füße und ihre Beine weniger heute zu filmen, als sie das gemacht hat. Und erstmal sprechen wir über das Lenkrad. Das ist an der Seite so ein bisschen abgeflacht, perforiert hier. R steht hier drin. Ja, neues VW-Logo im Pralltopf. Schaltpedal sehr groß für das 7-Gang-DSG hier drin. Ja, hier können wir die Leuchte steuern dann hier vorne mit diesem Drehregler, also noch nicht so Knöpfe wie beim neuen Golf. Harman Kardon Anlage, Zierelement hier und naja, was ich nicht mehr zeitgemäß finde, ist eigentlich diese Plexiglasscheibe, aber meine Vermutung ist, dass die Frontscheibe so stark angestellt ist hier drin, dass man das nur so machen kann, das Head-Up-Display hier drin. Digitales Cockpit ist sehr zeitgemäß und wenn er jetzt mal hier schaut, haben wir hier erstmals jetzt einen R-Knopf. Drückt man den, ist man direkt im Race Modus drin. Hier haben wir ein kapazitives Lenkrad, heißt hier könnt ihr lauter, leiser machen. Assistenten hier rein, ne? Sprachsteuerung zum Beispiel auch hier. Und über die View-Taste hier vorne kann man immer schön sehen, was das Auto kann. Ne? Da hat man dann eben verschiedene Ansichten, kann in den Ansichten dann auch schön rumspielen oder naja, die Navikarte ganz groß machen oder die verschiedenen Funktionen vom Auto dann sich hier anzeigen lassen, inklusive Assistenten oder dann auch hier ja, diesen Laptimer, den ich ja ganz cool finde. Sprachsteuerung ist hier und hier kann man dann auch noch weitere Dinge drücken. Und ganz wichtig ist ja immer für euch, passe ich in dieses Auto, also ihr in dem Fall. Ja, und das tut man hier richtig gut. Und jetzt seht ihr schon, die Scheiben beschlagen ein bisschen. Heißt, wir machen mal die Klima stärker. Das ist nämlich auch ganz gut gelöst. Und hier vorne seht ihr zum Beispiel auch, dass ihr noch eigene Knöpfe für die Klimabedienung habt. Und wenn euch euer Handy nervt, dann könnt ihr das da einfach wegmachen. Oder hier drückt ihr drauf und dann ja, habt ihr eine induktive Ladeschale hier drin. Schaut mal jetzt hier vorne, wenn ihr quasi ja, die Frontscheibe besser sauber bekommen wollt oder klarer wieder, drückt ihr da einfach drauf. Und es gibt Knöpfe hier, zum Beispiel fürs Parken. Hier hinten kommt ja dann immer das VW-Zeichen raus. Das hört man dann auch schön. Und da habt ihr dann die 3D-Ansicht auch hier, eine Draufsicht. Könnt dann das Auto hier so drehen. Das ist nicht mehr ganz modern, aber eigentlich schon. Und richtig cool finde ich das. Ne? Und wenn ihr dann mal hier guckt, habt ihr nochmal hier die Möglichkeit, zum Menü zurückzugehen. Automatische Parken ist dann hier, seht ihr da vorne, mache ich allerdings nie. Und jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich das maximale Gebläse wieder ausmachen. Dann wird es auch ein bisschen leiser für euch. Fahrmodi interessant. Komfort, Sport, Race, Individual. Und Individual anpassend sieht man dann, was ändert sich. DCC, ne, also die Federung und das ist quasi stufenlos verstellbar, das ist toll. Die Lenkung ändert sich hier, wenn man will. Der Antrieb ändert sich, Motorsound. ACC ändert sich und das Licht. Dann kann man auch wieder zurücksetzen.
Ja, hier geht's ESC aus, ne? Was spannend ist, hier geht's Outdoor an. Wir haben auch noch eine Sportgasse hier vorne. Ist übrigens das Discover Pro hier drin. Funktioniert eigentlich nie, wenn ich es zeigen will. Hier kann man so durchwischen, eigentlich mit einer Handbewegung. Funktioniert manchmal, manchmal nicht. Gibt leider keinen Drehregler für lauter leiser. Das ist hier nämlich. Ja, und jetzt geht's nochmal vielleicht kurz zur Klimasteuerung. Machen wir das ein bisschen schwächer einfach hier, dann versteht er mich auch besser. Aircare habt ihr hier auch drin, vorne wie hinten schon gut. Und das ist so der Homescreen sozusagen. Ne? Das kann man sich dann hier so einstellen. Da könnt ihr dann hier zum Beispiel lang drücken und habt dann hier Audio zum Beispiel drin. Könnt das verstellen, könnt ganz flexibel euch ja, euren Homebildschirm hier einstellen. Aber meine Lieblingsansicht ja, ist nicht die, da habt ihr dann die Seitenansicht, die ihr auch nochmal flexibel verstellen könnt. Da habt ihr hier Radio im MIB 3, Discover Pro ist es ja hier, habt ein Menü hier drin, die Navigation, die übrigens auch ganz schnell ist hier drin. Schaut mal, wie schnell sich das bewegen lässt. Assistenten habt ihr hier drin, so wie ich VW kenne, ist ja hier das IQ Drive drin. Also das große Paket, das seht ihr dann auch, was ihr alles habt. Ne? Das ist richtig viel an Assistenten. Das werden wir dann später auch ausprobieren. Ja, Medien, App Connect, Apple CarPlay, Android Auto ist hier drin. Auch ganz spannend übrigens die Sportansicht hier drin. Und die Auswahl dann der Fahrdaten oder das digitale Cockpit kann man hier verstellen. Oder das Fahrzeugstatus. Das ist eigentlich am spannendsten. Die verschiedenen Ansichten dann seht ihr dann auch da vorne übrigens. Ja, genau da. Ja, und Menü ist dann hier, Klang, Harman Kardon Anlage für das Auto auch noch toll. Schaut mal, was man da dann alles machen kann. Da hat man dann verschiedene Voreinstellungen und richtig schick auch gelöst. Klimatisierung, einen Shop gibt's, Setup gibt's auch übrigens, was ganz spannend ist. Aber jetzt würde ich sagen, am spannendsten bei dem Auto ist natürlich, wie fährt er sich, und wir fahren los. Ja, seht ihr, wie dunkel es hier drin ist, sehr dunkel, aber das liegt auch ein bisschen tatsächlich am Auto. Manche werden das lieben, weil es halt total sportlich ist, passt ja auch sehr gut da rein, wie ich. Und jetzt machen wir den an, hier funktioniert das. Und wenn ich euch jetzt den Ton zeigen will, machen wir einfach hier auf R, drücken wir drauf und dann bin ich mal ruhig. Da vorne seht ihr auch die Drehzahl. Und jetzt Race. Hört ihr das Probbeln bei 4000? Großartig. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Jetzt fahren wir erst ein Stück vor, vielleicht nochmal ein Stück zurück, damit ihr die Rückfahrkamera dann noch live in Action seht. Ihr seht dann auch, wie das VW hinten rausklappt. Dauert dann immer ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal, ist frei? Ja, einigermaßen. Und ich beschleunige nicht ganz durch, sondern hier nur auf die Gerade, Vollbremsung. Jesse fliegt natürlich ins Bild und jetzt geben wir mal Gas. Er soll ja in 4,9 Sekunden auf 100 sein. Ja, macht er. In 4,9 Sekunden auf 100. Und es ist großartig. Natürlich die Verteilung vom Allrad von vorne nach hinten funktioniert ausgesprochen gut. Auch schaut mal hier, es ist nass. Schnelle Spurwechsel funktionieren echt gut. Das Torque Vectoring funktioniert ausgesprochen gut. Und die adaptiven Dämpfer sorgen natürlich dafür, dass das Auto selbst bei Unebenheiten echt gut auf der Straße liegt. Zudem haben wir einen langen Radstand, der das Fahrgefühl hier drin sehr ruhig gestaltet. Und das ist natürlich, was Dynamik angeht hier drin und trotzdem vielleicht so eine gewisse Beherrschbarkeit vom Auto, wirklich ein Volkswagen. Denn man muss nicht Michael Schumacher sein, um den zu fahren. Jetzt sagen viele Männer da draußen, ich bin aber Michael Schumacher. Ich will aber Michael Schumacher sein. Nein, den kann man ganz gut fahren, auch wenn man einfach ein normaler Fahrer ist, weil wer ist denn schon Michael Schumacher? Und jetzt beschleunigen wir hier mal so aus der Kurve raus und hört er den Ton dabei übrigens immer? Das finde ich sehr gut. Individual, Komfort, Sport, Race. Und wenn man jetzt hier mal so durchbeschleunigt, dann finde ich das großartig. Da ist ja kein Agrapovic draus, sondern vier echte Endtöpfe da hinten. Und das funktioniert wirklich ausgesprochen gut, dass wir hier einen Sound haben. Allerdings ist er außen ein bisschen leiser als innen. Vollbremsung nochmal.
nochmal beschleunigen. Braucht immer eine kleine Gedenksekunde. Manchmal ist auch das 7-Gang-DSG ein bisschen verwirrt, aber dann greift man hier einfach über die Pedal ein. So, das war jetzt mein Spaß hier beim Fahren. Allerdings haben wir noch den Sportmodus. Der ist ein bisschen gemäßigter, ne? Da kann man immer noch sportlich fahren. Was übrigens toll ist hier drin, die Sitzposition, das VW-Phänomen. Ich sitze hier drin, habe direkt eine Position hier, wenn ich das verstelle. Und habe euch ja noch nicht gezeigt, dass wir hier übrigens noch den Schlüssel haben. So sieht er aus. Und dass wir hier eine Armauflage haben, in dem man auch noch was unterbekommt. Zwei USB-Stecker da dran. Ja, jedenfalls sitze ich hier sehr gut drin. Und wenn ich dann mal hier in Komfort stelle, dann passiert für mich nur ein Wunderwerk der Technik. Weil Lenkung ist auf einmal... Naja, gemütlicher. Ist nicht Opa, aber fast. Ja, es ist die Dämpfung hier drin. Ja, die ist nicht Opa, aber fast. Es ist die Gasannahme, die ist immer noch präsent, aber nicht mehr so präsent. Und wenn ich jetzt hier fahre, ist es auch der Sound, der ist zurückhaltender. Und jetzt hört mal, auf einmal sitze ich in einem sehr gemütlichen Passat und der hier teilen sich ja die Plattform und ich habe einen Langstreckenmeister. Wenn ich jetzt hier noch anmache, Set, ne, DCC aktivieren, Set, dann mache ich jetzt hier 70 rein, mache noch den Travel Assist an und auf einmal hält dieses Auto die Geschwindigkeit, den Abstand zum Vordermann, hält die Spur, passt sogar automatisch dann die Geschwindigkeit an, wenn sich die Schilder ändern, habe eine Schildererkennung und kann teilautonom Level 2 unterwegs sein auf der Autobahn. Irgendwann meldet das sich dann, Lenkung übernehmen, steht jetzt hier da vorne, dann piepst es genau jetzt. Head-Up-Display haben wir übrigens auch da vorne drin. Also, ne? Und jetzt gibt es kleine Bremsstöße. Wenn ich natürlich jetzt einen Herzinfarkt hätte, würde er probieren, mich zu wecken. Ne? Und ja, jetzt blinkt der links und jetzt schauen wir mal, was das Auto jetzt macht. Ist ganz spannend, das mal bis zum Ende durchzuziehen. So, und bremst jetzt ab. Und bei einem Herzinfarkt hätte das Auto mir jetzt das Leben gerettet. Finde ich großartig, wirklich. Mache jetzt mal hier wieder aus. Na, vielleicht muss ich tatsächlich, damit das Blinken aufhört, nochmal neu an- und ausmachen. Aber ist vielleicht auch ganz spannend, weil wir können jetzt hier einfach mal beim Fahrmodus nochmal den Race-Modus reinmachen und nochmal kurz Spaß haben. Hört euch das an. In einem durch auf 100 Midbanks und Brubbles und Brubbles und Fehlzündungen imitierten. Das ist schon echt ein sehr tolles Auto, wie ich finde. Torque Vectoring da hinten sorgt übrigens dafür, dass wir viel weniger Unter- und Übersteuern haben hier drin. Ja, tolles Prinzip. Und jetzt schaut mal, wenn man hier schnell drauf fährt, dann rutscht er hier auch ein bisschen. Das ist natürlich schön dann hier auf Kies. Also ich will eigentlich gar nicht aufhören mit dieser Filmsequenz hier, weil ich das Auto so gern fahre, weil ich finde, dass es so beherrschbar ist. Gleichzeitig so sportlich, aber dann doch wieder komfortabel. Interessantes Verbrauch übrigens. Ja, wir haben es nie unter 10 Liter gefahren. Ganz knapp unter 10 Liter, wenn man wirklich in Komfort schaltet. Und wenn man ganz langsam fährt, aber fährt man schneller, braucht man zwischen 10 und 11 Liter. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren und dann gibt es ein Fazit im Regen. Kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, Leute, offensichtlich ist Jesse nicht der einzige Frosch hier im Weinberg und wir nicht die einzigen Influencer, die hier ihr Unwesen treiben, sondern es gibt noch mehr, die hier Steine verteilen. Jetzt ist aber die Frage, die ihr mir bestimmt stellt. Sag mal, Jan, was ist deine Meinung vom VW Arteon R Shooting Brake? Wie gefällt dir der? Ganz ehrlich, ist aktuell vielleicht mein Lieblings-VW. Warum? Der 320 PS, der hat einen mega langen Radstand. Ich finde den sexy, der hat einen riesigen Nutzwert, der hat ein modernes Infotainment da drin, der hat einen Verbrauch, der für die Leistung wirklich okay ist und ich bekomme da meine Familie, die ich ja nicht habe, rein, kann gleichzeitig mal Spaß haben, wenn die draußen sind. Großartig. Ich bekomme zwar keine Akrapovic-Anlage da drauf, ich bekomme keinen Fünfzylinder hier drin, ich bekomme ja vielleicht auch nicht noch mehr Leistung hier drin, wie das, was zum Teil Audi, Porsche oder Mercedes oder Volvo macht, aber mir reicht es. Denn fürs große Ganze muss
man im Kleinen ja auch ein bisschen verzichten. Und da finde ich das wirklich ein sehr modernes Auto. Aber was ich mir überlegt habe, ist, wo beginnt der? Der beginnt bei 61.980 Euro, also ganz knapp unter 62.000 Euro. Und dann habe ich mal geguckt, es gibt dieses Auto ja auch mit dem 280 PS starken 2 Liter TSI Motor, also eine kleinere Ausbaustufe, und da kostet der 7.000 Euro weniger. Und dann ganz frisch auf dem Markt ist ja noch der Golf-Variant als R-Version und der ist 10.000 Euro günstiger. Das heißt, die User-Chooser oder wie man die ganzen Leute nennt, die einfach zu viel Geld haben, die haben hier natürlich auch ein bisschen einfach mehr zu stemmen, was den Preis angeht. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner und wir. Deshalb haben wir euch in Norwegen den Plug-in-Hybriden, den E-Hybrid vorgestellt, also Jesse. Der Weinbergfrosch, schaut da gern vorbei, hat sie ganz gut gemacht, finde ich, besser als ich das jemals könnte. Hier steht die R-Version, die findet ihr auch bei GoLeasy, unser Kooperationspartner. Die lassen euch nie im Regen stehen. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Ja, und hier gibt es einen kleinen Stopp. Abonniert genau jetzt den Kanal, denn ihr seid beim besten Review-Kanal der Welt. Und jeder, der da draußen schreibt, Jan und Jesse sind die besten Auto-Reviewer mit dem besten Autokanal der Welt, The Car Crash Review, der bekommt von uns einen Kussmund. Ich glaube, wenn Jesse das macht, funktioniert das besser. Ich habe es jetzt auch mal probiert. Abonniert den Kanal. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem weniger regnerischen Zirkus irgendwo. Tschüss.